möchtest wissen, wie du ein kreatives Projekt, zum Beispiel ein Buch, mittels Crowdfunding finanzieren kannst. Und du möchtest weiter wissen, was du dabei alles beachten musst und wie das Ganze zum Erfolg führt. Ich bin Manon Garcia, Expertin und Ratgeberin rund um die Themen Hochbegabung und Hochsensibilität. Ich stand vor der Aufgabe, dass ich meinen zweiten Ratgeber finanzieren wollte. Und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich das Ganze finanzieren und bin dabei auf Crowdfunding gestoßen. Ich habe mir die startnext.de Plattform herausgesucht oder beziehungsweise ausgewählt, weil mich das angesprochen hatte, dass das zum einen kreative Projekte waren, ich also die richtige Zielgruppe erreichen würde. Und zum anderen hat mir gefallen dieses System, dass ich also entweder meine komplette Summe erhalte, die ich benötige für die Herstellung meines Buches, oder aber ich kriege gar nichts, weil ich mir gedacht habe, ein drittes Buch oder ein halbes Buch oder dreiviertel Buch bringt mir nicht viel. Bei startnext.de habe ich mir dann angeschaut, welche Bedingungen sind da und was muss ich beachten. Dann ist es auch so, dass bei startnext.de sehr viele Hilfen, Informationen, Anregungen war, wie man sein Projekt so gut wie möglich anpreist, damit es erfolgreich wird. Als erstes habe ich ein Video aufgenommen, was ich bei YouTube hochgeladen habe und in meine Seite von startnext.de integriert habe. Als zweites habe ich bei Startnext meine Seite gefüllt mit Informationen über mich, über mein Projekt. Ich habe informiert, wozu ich die Kosten brauche, aber auch, was hinten rauskommen soll. Der dritte Punkt waren meine Dankeschöns. Hierbei ist es wichtig, dass man Dankeschöns auswählt, die kleine Beträge haben, aber auch Dankeschöns auswählt mit großen Beträgen. Weil es gibt unterschiedliche Interessierte mit unterschiedlichen Geldbeuteln, die sich unterschiedlich beteiligen wollen. Von daher habe ich ganz gering angefangen mit meiner Postkarte und dann ging das sukzessive nach oben. Ich habe dann auch teilweise Bundles gemacht. Es gab also teilweise nur ein Buch oder beide Bücher oder ein Buch und ein T-Shirt und ein Buch und einen Kaffeebecher. Und so steigerten sich meine Dankeschöns, sodass man von ganz wenig bis ganz viel sich was aussuchen konnte. Als viertes habe ich überlegt, wie viel Zeit ich wohl benötige, um die vorgeschriebene Anzahl von Freunden zu bekommen, und habe mir überlegt, wie lange brauche ich wohl, um diese knapp 4.000 Euro in der Finanzierungsphase zusammenzubekommen. Das System bei Startnext ist nämlich folgendes. Aufgrund der Höhe des Projektes, was bei mir ja knapp 4.000 Euro waren, musste ich eine bestimmte Anzahl von Supportern zusammenbekommen. Wenn ich die erreicht habe, dann kam ich in die Finanzierungsphase. Wenn ich diese Anzahl nicht erreicht hätte, wäre es vorbei gewesen. Die fünfte Phase war jetzt also die Bewerbung meines Projekts. Ich musste mein Projekt jetzt in der großen, weiten Welt bekannt machen. Das bedeutet, ich habe alle meine Social-Media-Kanäle aktiviert, natürlich auch auf meiner Webseite und bei YouTube habe ich Werbung gemacht und habe auf mein Projekt hingewiesen. Somit habe ich sehr schnell die erforderliche Anzahl von Fans erreicht, sodass ich das grüne Licht bekam von Startnext, dass es in die Finanzierungsphase ging. Ich denke, man sollte aufpassen, und sich nicht seine Fans, die man hat, und sein Netzwerk, was man hat, dass man sich das vergrault. Aber man muss natürlich auch auf sein Projekt hinweisen, weil sonst erfährt keiner, dass es das gibt. Ich habe versucht, diese immer mit neuen Informationen etwas zu machen. Ich habe zum Beispiel in unterschiedlichen Abständen meine Dankeschöns beworben. Ich habe gesagt, welche gibt es. Ich habe dann mal mein Video beworben. Und so habe ich versucht, es bekannt zu machen, Informationen zu liefern, aber nicht zu nerven. Natürlich habe ich mich auch darum gekümmert, dass ich in den Medien bin. Ich habe versucht, Interviews zu bekommen, die ich geben konnte. Der sechste Schritt nach diesem erfolgreichen Abschluss des Crowdfundings
meine Supporter anzuschreiben. Ich habe mich bedankt, ich habe den ungefähren Zeitablauf beschrieben, ich habe auch weiterhin meine Supporter auf dem Laufenden gehalten, auch als es leider zum Schluss raus eine Verzögerung gab, sodass sie immer wussten, wann sie ihr Dankeschön erhalten werden. Abschließend kann ich sagen, dass es möglich ist, mit einem Crowdfunding-Projekt seine kreativen Projekte, Ideen umzusetzen. In meinem Fall war es ein Ratgeber, den ich umgesetzt habe, aber es geht auch mit anderen. Wichtig dabei ist, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt, dass man ein sehr gutes Video erstellt, kurz, knapp, informativ, dass man seine Seiten informativ, kurz, knapp füllt, dass man sich interessante oder witzige oder ausgefallene Dankeschöns überlegt und dass man ständig mit seinen Supportern in Kontakt steht. Aber dann steht einem erfolgreichen Projekt nichts mehr im Wege. Viel Spaß! Ciao!